Dankeschön an wen auch immer. Wenn jetzt irgendeiner kommt und heißt wer auch immer, ja, dann drehe ich komplett durch. Das sage ich nämlich die ganze Zeit. Zwerg der Tierquäler, wieso denn? Ich hab gar nicht. Nee. Also, nicht bewusst. Wer anonym? Die Zwergbau ist auf Jahre ausgelastet. Das ist richtig. Ja. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Dankeschön. XXGO in ein AXX schenkt 1 Subs. Dankeschön, Gonna, für den Verschenken an René im 5. Monat. Vielen lieben Dank für den ganz allerliebsten Support. Dankeschön. Ach, das fährt ja ein Zug, Mensch. Das ist ja völlig irre. Und das um die Jahreszeit. Fährt auch hier ein Zug ein. Am Gleis 2 aktuell sind wir gerade. Vielen lieben Dank für eure lieben verschenkten Subs. Danke vielmals. So. Wir haben Migration aktuell nicht aktiviert. Wir machen das aber. Weil wir müssen sehr schnell sehr viele Leute bekommen, damit wir unsere Ernte gut reinholen können. Und wir brauchen Arbeitskräfte. Tatsächlich sehr dringend sogar. Ich lasse die Häuser immer bewusst eine Zeit lang offen und deaktiviere die Migration, weil das halt spielseitig halt einfach so ist. Ich biete erst die Häuser unseren Leuten an, die ausziehen wollen aus dem Elternhaus, und danach gebe ich sie quasi frei für Leute von außerhalb. Das ist halt einfach, bietet sich auch praktischerweise an, weil es von der Game-Mechanik her einfach besser ist. Anonymous schenkt einen Sub an Olday_1993. Oh, dankeschön. Wer auch immer. Ich sag's euch, wie es ist. Anonymous schenkt einen Sub an MC_Percy_1972. Dankeschön an wen auch immer. Percy im 8. und okay im 4. Monat. Voll der Geistertag heute. Ja, seltsam, ne? Gleis 2 nach wie vor bei 77% aktuell. So, hier ziehen jetzt neue Leute ein. Ein Kind schon dabei. Das ist nämlich die Spielmechanik, die tatsächlich besser ist. Wenn ein Pärchen aus dem Elternhaus auszieht, haben die noch gar kein Kind. Hier kannst du dir halt schon mal 2 Jahre Entwicklung sparen, wenn das Kind schon da ist. Ja? Hier sogar noch mehr. Das ist schon 9. Ja, also das ist von der Spielmechanik natürlich einfach ein bisschen attraktiver. Vira verhält sich immer so verdächtig. Ist das so? Was macht Servira denn verdächtig? Ich habe immer einen an der Waffel. Ach so. Reicht das schon aus? Die Emotes. Ha. Huh. Wait a minute. Wir sind ja eine Migrationsgesellschaft hier. Also es ist ja quasi, selbst wir sind hierher migriert als Urstamm, ja. Die wenigsten unserer Siedlungen sind ja quasi wirklich hier geboren. Also die wenigsten, ich sage jetzt mal ein Drittel oder so. Ja. Der Rest ist über Zuwanderung hier reingekommen. Von daher sind wir eine zusammengewürfelte Gesellschaft, wenn man so möchte. Aber das ist auch gut so. Bringt halt jeder irgendwas ein. Jetzt schauen die Häuser tatsächlich aber auch super ähnlich wieder aus. Ich meine, jeder ein bisschen anders schon, aber ab einer gewissen Menge an Häusern schauen sie sich halt sehr ähnlich aus. Dann merkst du ja dann, dass es sich irgendwann wieder automatisch dann wiederholt, ne?
Noch geht's, aber wenn dann die Menge an Häusern zu groß wird. Hm, mal schauen. So, wo ist denn das? Ach, da bauen sie auch schon die nächste Hütte auf. Das sind keine Selbstversorgerhäuser, sondern das sind Leute, die wirklich auf dem Marktplatz angewiesen sind. Die brauchen diesen Marktplatz, weil sie keinen eigenen Landwirtschaft hier auf ihrem Land, auf ihrem Grund und Boden quasi betreiben können. Die müssen alles zukaufen, was sie haben, zahlen aber keine Landsteuer. Sherlock Markus ermittelt. Sehr gut. So, wir lassen jetzt komplett erstmal Migration wieder zu, eine Zeit lang. Hype Trainer Fork, Dankeschön vielmals, meine Lieben. Was haben wir? Super soliden Support. Hype Train Stufe 2, 78%. Vielen lieben Dank euch. Ganz lieben Dank für die Unterstützung. Ganz schön viele Arbeitskräfte gerade unterwegs hier. Neue Familie hat sich... Saka! Saka's returned! Saka, das Kind, 2 Jahre alt, ist returned. Ist Saka hier oben noch... ist der noch aktiv? Ja, er ist noch aktiv, 40 Jahre und Schmied. Saka ist noch da. Uhu! Voll gut einfach. So, wir haben noch einen Händler am Start. Der möchte uns wieder Schuhe abkaufen. Können wir natürlich machen, 3,20. Wir kaufen uns wieder Leder ein. Eisen kaufe ich mir auch nochmal 500 an. Salo kaufen wir mal 250. Da haben wir noch 50, aber das können wir mal auffüllen. Fisch haben wir auch noch 200. Kaufen wir auch mal 350 wieder ein. Potatoes, da haben wir noch ordentlich was im Lager. Salz, 1500. Gut, das waren die 5 Deals. Jetzt können wir nochmal gucken. Klamotten, 210 können wir auch machen. So, okay, das passt erstmal. So, hier wird die nächste Hütte hochgezogen. Schön am Marktplatz gelegen. So. Camping. Ich meine, was wir machen könnten, hier ein richtiges Kartparking hinzustellen ans Rathaus. Das ein bisschen vorzuziehen, damit das hübscher ist. Dann könnten wir natürlich die Geschichte auch noch hübsch machen. Dann reißen wir einfach das ganze Kart hier ab. Bauen hier ein paar neue für hin. Na, das geht ja auch sauschnell. Da haben wir sogar einen mehr am Ende. Ja, ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann können wir hier den Platz nämlich auch anders nutzen. Ich hätte gerne Folgendes gebaut. Aber das Haus ist doof. Das machen wir mal nicht. Ich hätte gerne in unserem Zugang zu dem Bereich hätte ich gerne eine Beschränkung. Und zwar hier. Hier. Oh ne, das wird zu weit. Warte. Stopp. Hier muss das hin. Hier oben. Hier oben geht auch. So, und dann bauen wir hier jetzt wieder unseren Klassiker. So.
dann nehmen wir hier den etwas hübscheren Zaun. Dann hört nämlich dieses wilde Durcheinandergelaufe endlich auf, ja. Sondern dann gehen die halt gezieltere Wege hier auch. So, das ist reicht, dann können wir das destroyen. Oh nein, echt, ich hätte die relocaten müssen. Kann ich die irgendwo hin relocaten? Oh nein. Ja, aber gut, das ist aber kein Problem. Wenn dem so ist, dann habe ich damit überhaupt keine Bauchschmerzen. Dann kriegen wir hier einfach nochmal einen Kart-Tybi. Hier hinten vielleicht. Dann relocaten wir den einfach darüber. Hier wäre es auch wichtig, dass wir da mal irgendwas machen, um die Wege ein bisschen hübscher zu machen. Damit die halt einfach bessere Wege laufen. Das schaut dann insgesamt hübscher einfach für das Dorf aus. Was ein bisschen mit Deko macht. So, der ist fertig. Jetzt können wir hier relocaten, richtig? Ja. Dann bauen wir den dritten, letzten auch noch rum. Dann ist er jetzt hier weg. Relocating. Ja, solange die... Die müssen halt erst rübergetragen werden. Jetzt ist einer weg, okay. Der zweite ist weg, dann muss nur noch der letzte weg. Das müsste aber gleich der Fall sein. Jetzt. Weg. So. Dann machen wir hier nochmal schnell den letzten Bauabschnitt hier fertig. So. Bevor hier noch alles zuschneit. Wird bestimmt hier ganz, ganz toll aussehen im Sommer. Wenn das dann alles so ein bisschen begrünt auch außenrum ist. Jetzt natürlich im Winter schaut der Marktplatz nicht so geil aus. Aber wird schon noch. Du, der wird schon noch. Wirst sehen. Das wird richtig, richtig gut werden. So. Hier machen wir es ähnlich. Hier machen wir jetzt auch wieder Durchgangsbereiche. Um einfach diesen komplett unkontrollierten Zugang hier ein bisschen zu beschränken. Die brauchen aber einen größeren, weil die hier oben zu dem Torbogen rübergehen. So. Brauchen wir hier noch ein kleines Zäunchen. Nee, das war der falsche. Der sieht auf der Vorschau nämlich komplett anders aus. Das ist auch nicht. Das ist er. Ein Zwerg. Wurkerl! Punkt. Hallo zusammen. Einen wunderhübschen guten Abend. Wurkerl, im Dankeschön für deinen Resub im 11. Monat. Das Jahr wird bald dein sein. Vielen, vielen lieben Dank für so viel Unterstützung. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank. So. Die wollen jetzt da runter. Das können sie auch. So,
So, hier ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? Die laufen ja alle querfeldein. Hier könnten wir natürlich auch das einfach gezielt ein bisschen rüberziehen, indem wir sagen, jo, ihr könnt schon da querfeldein laufen, aber hier greift er trotzdem am Ende durch. Dann laufen sie alle trotzdem am Ende durch. So. Genau. Schön. Sollten die Wege jetzt ein bisschen anders laufen. Also nicht mehr ganz so viel wild durcheinander, sondern schon ein bisschen geplanter auch alles. So, unsere Wohnhäuser sind gut besucht tatsächlich. 5 offene Stellen haben wir nach wie vor. Es ist unglaublich. Wobei, es kommen noch viele von außerhalb. 4 offene Stellen nur noch. Wir werden noch nicht mal Vollbeschäftigung bekommen. Das wäre unsagbar, unanständig. Dankeschön. Vielen lieben Dank dir, Total Overdose, für dein voller herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Hi. Ich guck gerade mal. Wir haben noch Heu ohne Ende. Und wir haben jetzt auch endlich wieder für unsere Chickens was. Können wir Chickens kaufen? Ja. Wir kaufen gleich 24 Chicks ein. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, Leute. Das machen wir gleich. So. Wie schaut's mit unserer Geschichte hier oben aus? Hier fehlt immer noch was. Das liegt da daran, dass wir die Schmiede weiter nach hinten verschoben haben. Und mittlerweile auch schon ordentlich Eisenerz vorrätig ist. Jo. Gut. Resource Supply machen wir folgendermaßen. Nur bei freien Laborers wird das hier gemacht. Nicht bei den Leuten selber, sonst laufen die sich dumm und dämlich und kommen zu gar nichts mehr. Das machen wir über freie Arbeitskräfte. Wir sind ja eher oft dabei, drauf und dran, freie Arbeitskräfte auch zu kriegen. Old Grumblebird! Einen wunderhübschen guten Abend. Wie stehen wohl die Chancen, dass unser Zwerg so lange streamt, bis meine Nachtschicht rum ist? Ah, vermutlich gar nicht so gut. Vermutlich nicht. Weil ich trotzdem morgen um 5 raus muss, weißt du, egal wie lange ich stream. Am Ende muss ich trotzdem um 5 raus. So, hier machen wir Folgendes. Hier machen wir jetzt ein Ash Tree rein, einfach weil es hübsch aussieht. Und machen dann da außen rum. Und diesen Rosenbusch-Dings das. Könnte ziemlich gut aussehen. Komm, wir machen durch. Ich weiß nicht. Markus hat auch Urlaub. Ja, das ist natürlich auch was, Anna. Eines Tages, Leute, ich sag's euch, eines Tages müssen wir uns solche Problemfragen nicht mehr stellen. Irgendwann ist dieser Punkt. Eines Tages. Ich warte da nur drauf. Und dann ist es, ja, Zwerg, mach's noch länger. Ich will eigentlich den Stream gucken, aber ich muss früh raus morgen und so. Und dann sag ich, was? Oh nee, das geht noch ein bisschen. So. Irgendwann, ja, das ist dann die Chat-Umkehr, nennt sich das.
nein, schon wieder Wegfinde, Schwierigkeiten. Moment. So. Ist Januar gleich durch. Jetzt ist schon wieder Weg. Was? Moment. Save. Live. Save. Load. Live. Load. Jetzt müsste diese Linie. Ja, jetzt ist die Linie weg. Wow, kam der mit vielen Kindern an. Und, das ist richtig gut gewesen jetzt. So, da kommt wieder einer, der möchte gerne Zeug haben von uns, und zwar Schuhe, 1000 Stück. Machen wir gerne, Klamotten 140 können wir auch machen. So, was hat der im Angebot? Ein bisschen Salz, da haben wir noch was, Leder, schaut gut aus, Metal Parts, glaube ich, geht. Iron geht auch, Iron Ore haben wir mehr als genug selber. Salo kaufe ich nochmal 300 an. Also Speck. Dried Fish haben wir noch mehr als genug. Potatoes auch noch. Gut, passt. Guter Deal. So, wie schaut es hier oben eigentlich aus? Ah ja, guck mal, da wird die zweite Hopfengeschichte schon gestartet. 1000 Hopfen ist schon im Lager. Angenehm. Das heißt, wir können jetzt demnächst in die Brauereigeschichte einsteigen, wenn da schon die ersten 1000 Hopfen rumliegen. Silveres, wunderhübschen guten Abend. Hi. So, hier kommt auch noch jemand. Das passt. Wir sind Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung. Bolek. Bolek. Wann haben wir denn das mal gehabt, dass wir fast voll... Also, wir hatten jetzt eine gute Zeit lang Vollbeschäftigung, ne? Also, das muss man schon auch sagen. Gute Zeit lang hatten wir zu viele offene Stellen, so wie jetzt gerade. Aber das schwankt immer so ein bisschen. Ich glaube, das sind diese Laborer-Jobs, Leute. Die immer mal wieder random anfordern. Dann passiert das, aber ansonsten... Ja. Ja, ja. Mal gucken. So, hier wird weitergebaut. Ja. Can't work im Winter. Okay, alles klar. Wir können aber beliefern, oder? Ja, beliefern geht. Oh. Oh, leck. Ja, jetzt müsste die Kohle laufen, ne? Jetzt müssen wir da gar keinen Stress. Ja. Gar keinen Stress, ne? Wenn Leute über sind, dann laufen auch die Meiler richtig angenehm. Hier kommt auch schon wieder ordentlich was an. Also, da haben wir jetzt gerade richtig, richtig gut was, ne? Hier wird auch ordentlich geliefert. Respekt. Die können zwar nicht also sie können nicht arbeiten, weil halt Winter ist, aber das ist okay. So, die füllen das Ding hier jetzt auf. Charcoal loaded. Iron Ore loaded, okay. Iron smelted. Das ist scheinbar dann ein Ablauf, der dann da stattfindet. Da kommen jetzt die Arbeitskräfte. Die machen jetzt gerade Pause. Jetzt müsste aber eigentlich wieder gehen, ne? Taking rest. Going to work. Okay, alles klar. Hier kommt jetzt irgendjemand zur Arbeit. Hier. Lass uns das mal genießen. Lass uns das mal mit dem Gerät hier genießen. Er hier ist Smeltery, Maka. Kümmert sich darum. Er ist gar nicht ausgebildet. Er kann. Also er hat eine Schule noch nicht mal von außen gesehen. Ja? Also noch nicht mal das.
Karren kannst du nie genug haben, da kannst du immer mehr bauen. Guck mal. Jetzt geht's los. Iron Ore, also das ist so ein, die Laden von oben, ja. So. Hier, das was du zurückgestaut, damit es dann hier durchfließt. Ja, das läuft. Hier wird auch Eisen schon geschmeldet, ne? Und so. Wir haben eine Schule. Ja, tatsächlich. Und die zweite ist sogar schon auch in Bau. In Planung. Noch nicht in Bau. Ja, hier wird... Ja, muss ordentlich nachgeben. Ne? Wir brauchen vielleicht nochmal einen zweiten, der da hier mitarbeitet. Einen dritten. Oh, da kommt schon wieder einer, der uns nicht interessiert. Okay. Oder interessiert uns nicht? Ich kaufe das mal gerade. Damit es mit den Chickens nicht schon wieder schwierig wird. Und davon kaufe ich auch mal alles. So. Das läuft tatsächlich ganz gut. Hier wird auch immer wieder Zeug gebracht. Also das läuft auch gut. Das heißt, unsere Schmelzerei müsste jetzt dann auch Erfolg bringen gleich. Das dauert natürlich eine ganze Weile. Jetzt kommt natürlich keine Kohle wieder mal an. Da ist noch genug geladen drin. Und jetzt? Und jetzt? Iron Ore. Fertiges Eisen? Was machen sie jetzt? Hier ist doch... Ne? Dauert das jetzt, bis das durchgeschmolzen ist noch? Ja! 100 Eisen haben wir rausbekommen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Geschwindigkeit das jetzt nachträglich läuft. 200? Das ist okay. Wie viel Eisen haben wir? Iron. Ja, hier ist die Produktion, hier ist der Verbrauch. Also wir brauchen fast 500 Eisen ungefähr. Wir haben aber auch schon mal fast 830 verbraucht. Das ist unsere Produktion. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel da insgesamt produziert wird. Das wird ein spannendes Ding werden. Weil unsere Lager leeren sich rapide bei Eisenerz. Bei Eisenbarren. Müssen wir mal gucken. So, hier laufen die Leute und da arbeiten auch. Das klappt. Wo sind wir aktuell dran? Hier. Ah, okay. Käse, Milch und so weiter. Was ist hier das Problem? Voll, ne? Nee, Heureserven, Wasserreserven. Taking rest, going to work. Mal gucken, was passiert, wenn jemand to work ist. Milking cows, okay. Das Feed Supply ist low, ja. Ich weiß schon. So, das kann weg. So, hier müsste jetzt eigentlich auch Getreide rausgekommen sein. Ja, wird auch reserved schon, okay. Unser Getreidenachschub ist eine Katastrophe, ne? Wir haben April, ne? Ja. Add Field. Getreide activate. Nach Getreide machen wir im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr lassen wir Getreide macht 50, 60, verbraucht mehr von dem mittleren Wert. Das heißt, wir brauchen irgendwas wie Sonnenblumen als Zweitsaat.
Dann haben wir 50 Sonnenblumen machen. Oh nee, das verbraucht viel zu viel. Lass das mal nicht machen. 50, 60. Ja, können wir mal Kartoffelchens nachpflanzen oder so. Ungefähr. Dann könnten wir im dritten Gang könnten wir noch Flachs anbauen. Oder Buchweizen tatsächlich. Und dann machen wir das so. Okay. Gut, das ist das. Dann machen wir die nächste Geschichte. Startklar. Aktivieren. Klar, damit das gleich losgeht, weißt du? Buchweizen und danach machen wir 50, 50, 50, 60. Das geht nicht auf. Dafür nehmen wir hier 20 raus. Hier sowas wie Hemp. Ja. Okay, die kommen schon hier. Jetzt müsste der zweite auch gleich da sein. Es sind nochmal zwei Felder mehr Weizen, die wir jetzt gerade in diesem Sommer haben. Das müsste auch noch gut gehen. Es ist, wie gesagt, April. Hier ist eigentlich alles schon ziemlich gesät worden. Das klappt wunderbar gerade. Nicht schlecht. Okay. So. Heu. Not a mowing scene. Okay, da brauchen wir auch noch ein paar mehr von. Ich glaube, unsere Heudinger waren immer leer, ne? Es liegt daran, dass unsere Heutrockner. Gibt es da noch einen größeren von? Nee, ne? Aber ich glaube, das war immer so das Problem, dass die Dinger einfach nur mal zu wenig waren für die Anzahl der Tiere, die wir mittlerweile haben. Ja. Wir brauchen einfach mehr davon, damit das schneller geht. Und damit mehr zusammenkommt einfach auch. Das machen ja eh die Leute, die quasi freie Arbeitskräfte sind. Wenn die quasi sozusagen Zeit haben, dann... Dann können die das hier oben locker flockig machen, weißt du, wie ich meine? Ich meine, das tut ihnen ja gar nicht weh, wenn die hier oben einfach mal das Zeug hier aufhängen. Und das ist dann hier oben so ganz am Ende von unserem Gebiet. So, hier wird auch schon ausgesät, das klappt gut. Hier wird auch schon ausgesät, es ist der April fast durch. Bis dahin sollten die aber eigentlich ziemlich fertig werden. Das klappt schon. Wird Zeit für die elektrische Heutrocknung? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ob das so, das wird... So, was hier unten, Buchweizen. Ja, wir hätten jetzt halt in dem Sommer tatsächlich hier noch ein großes Feld. Hier noch, wir haben zwei, okay, jetzt haben wir vier große Felder. Die Frage ist, können wir so viel überhaupt aufnehmen? Lass uns da mal ein ganz kurzes Lager noch überlegen. Und zwar eine, nicht small, eine Granary. Die hier bauen wir. Also mit dem Rücken daher. An die Chickens. So vielleicht. Dieses Ding hier ziehen wir jetzt komplett nach vorne durch. So. Dann wird nämlich auch schnell mal die vier diese vier Bäume werden hier dann rausgefällt. Das sollte ziemlich flott gehen. Jetzt ist das Teil fertig. Okay, jetzt kann man Butter, Cheese und Smetana. Ich habe keine Ahnung. Ich habe 0,0 Plan, was das ist. Aber wir werden es rausfinden. Smetana. Na gut. Butter und Käse. Jetzt können wir hier mal Butter anbieten. Butter, frische Butter. So, dann brauchen wir hier nochmal einen Händlersstand. Jetzt können wir hier zum Beispiel eine innere Reihe bauen.
So, dann stecken wir hier jetzt jemanden hin. Dann gibt es hier auch noch Laborer. Ply. Schauen wir mal, hier ist einer. Dann haben wir nicht nur Butter, sondern auch Käse. Und was war das andere? Dings da. Joghurt oder sowas. Schlagsahne. Okay. Na gut. Frische Schlagsahne, Leute. Das wird unseren Leuten doch durchaus, denke ich, ein bisschen schmecken. Ne? Also das könnte ich mir vorstellen, dass da das damit Geschmack ist. So, dann haben wir hier nochmal die Tannery. So, hier wird Leder produziert. Aus den geschlachteten Tieren kommt hier Leder raus. Okay. So, so, so. Bin ich sehr gespannt. Ich muss hier unbedingt... Ich muss hier dringendst unsere Herde verkleinern. Was hier oben? Hier ist der Schweinestall, wird hier gerade gebaut. Okay. Der andere Schweinestall, da fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir noch Brunnen hier oben. Die müssen wir natürlich zuerst abstellen. Dann kommen hier noch ein Haufen Sachen. Dann kommen die Schafe. Und dann kommt erst das Schlachthaus. Okay, alles klar. Aber krass, wie weit unsere Stadt mittlerweile expandiert. Guckt das an. Wir haben mittlerweile doch schon ein bisschen einen kleinen, klitzekleinen Stück oder das Land so ein bisschen auf uns eingestellt, ne? So, was man jetzt hier machen könnte, um das Landschaftsbild ein bisschen zu halten. Hier könnten wir zwei Sachen machen. Und zwar, wir machen einmal Folgendes. Und zwar hier einmal hin. Wir können das so bauen. Und einmal so. Und dann machen wir hier zwischenrein nochmal... laufen die ja auch hier andere Wege einfach. Dann könnten wir auch hier wieder hübsche Sträucher setzen. Könnten wir auch hier sagen, der kann zum Beispiel hier weg. Wenn ich ihn erwisch. Also manchmal erwische ich die auch einfach nicht. Ja gut, oder vielleicht erwische ich sie auch generell nicht. Na ja gut, ist egal. Schau, wie schön das aussieht hier. Ha? Auch hier, da wachsen jetzt die Bäumchen noch raus, aber es schaut auch so schön aus, ne? Ist nett. Sieht aus wie ein Centerpark von oben. Ja, okay. Ich gebe zu... Ähnlichkeiten sind da, ja. Also ein bisschen. Rollercoaster Tycoon 5.
ich noch irgendwas Hübsches bauen? Ich weiß es nicht, ne? So, damit die Bauschlange jetzt endgültig des absoluten Endes sich befindet, ja. So, dann ist jetzt das letzte Campfire-Dingens auch endlich mal fort. Und ist jetzt von unserer alten Burg, unserer alten Wagensiedlung halt auch nichts mehr übrig, ne? Na okay, da haben die schon wieder ein Wegefindeproblem. Gut, das soll uns ja wurscht sein. Das wird noch abgebaut, okay. Das ist schon abgebaut worden, sehr gut. Okay. Gut. Heutrockner brauchen wir auch noch neue. Und zwar die große Heubaracke. Das wird doch mal Zeit, ne? Für so eine große Heubaracke. Die Bauschlange darf nie leer werden. Glaub mir da, ich glaube, es gibt kaum eine Chance, dass das jemals passieren wird. So, unser erster Schweinestall wird auch noch fertig gebaut. Das ist wunderhübsch, meine Lieben. Was aber auch wunderhübsch ist, ist diese Aussicht zum Ende des heutigen Streams, meine Lieben. Wenn ihr hier so einen Blick auf unser kleines Dörflein werft, so ein bisschen in die Landschaft blickt und sagt, hey, ist es nicht wunderschön hier?